Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellride. Ja, sorry, dass es heute so spät geworden ist. Ich hatte leider sau viel zu tun. Auf jeden Fall, was haben wir denn im letzten Part so gemacht? Naja, ich habe euch quasi ja die Hut gezeigt, die Dorfhalle, die wir gebaut haben und die paar anderen Sachen. Ihr habt mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht die Trapperhütte bauen muss, sondern die Jägerhütte. Gucken wir mal, ob wir das heute schaffen. Und dann sind wir ja noch zu der einen Quest gedüst, Goldene Schuppen Teil 2, glaube ich, heißt sie. Und ja, wurden dann natürlich drangsaliert von diesem blöden Typen, den wir alleine nicht schaffen. Wir können aber mal probieren heute, ob wir es mit ein paar Gefährten schaffen. In dem Sinn, viel Spaß beim Zusehen und let's go! Okay, Leute, ich bin von dem letzten Punkt, wo wir stehen geblieben sind, wieder zurück in die Siedlung. Und jetzt weiß ich nicht, wenn ich hier auf die Siedlung klicke, dann auf die Gebäude und dann bei der Dorfhalle bin, kann ich die dann irgendwie umbenennen? Oder wo sehe ich denn quasi, wie ich mein Dorf benannt habe? Denn ihr habt ja geschrieben, Lunetria wäre ganz schön und das würde ich eigentlich auch gerne umbenennen. Hier steht Bronx. Aber irgendwie, glaube ich, geht das nicht. Falls ihr wisst, wie es geht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir 15 Uhr. Dann würde ich sagen, lassen wir die ein bisschen arbeiten noch und bereiten uns dann auf jeden Fall vor. Es ist ja immerhin nur ein Typi. Das heißt, wenn wir zu dritt gehen, dann sollte das ja vielleicht möglich sein, dass wir den besiegen. Genau, dann wollte ich mal kurz gucken. Und zwar gab es doch die Jägerhütte. Aber die gibt es dann wahrscheinlich erst, wenn ich sie jetzt halt auf T2 erforscht habe. Weil ihr ja das gesagt habt, dass der Trapper natürlich nicht jagen geht. Und ja, das macht natürlich total Sinn. Da habe ich aber halt mal wieder nicht dran gedacht. Genau, so ist das auf jeden Fall. Jetzt essen wir mal einen Pilzi. Und eine Beere und den Pilz noch hinterher. Sehr schön. Dann haben wir ja auch wieder 1219 von den Erfahrungspunkten. Und ich habe ja im letzten Part gemeint, ob wir dann nicht einfach gucken wollen, dass wir vielleicht noch zwei Leute mehr rekrutieren, damit es einfach schneller geht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit es Sinn macht. Aber ich denke, vielleicht schaffen wir das dann im heutigen Part. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir genug Waffen haben. Bevölkerung, also die Alice kommt nicht mit, die Emma auch nicht, der Ernst. Wie ist er denn? Eigentlich nicht schlecht. Also der Ernst kann auf jeden Fall mit. Lubomir natürlich. Und Lukas. Also Ernst, Lubomir und Lukas. I'm working. Oleg, dann gib mir... Ah ne, Quatsch. Oleg, bleib mal stehen, please. Was hast du denn im Inventar? Gib mir mal deine verstärkte Keule, bitte. Dann nehme ich mir... Hoppala. Dann nehme ich mir ein neues Schild. Das kann da weiter rein. Hallo, weg mit dem Schild. Und das kann hier rein. Wo sind sie denn alle? Lukas, du kommst ja mit, haben wir gesagt. Sag mal, Lukas. Ein Schild hat er schon. Heißt, er braucht auf jeden Fall noch eine Keule. Und... Lubomir müsste alles haben. Der düst da oben. Schauen wir mal, ob er alles ausgerüstet hat. Lubomir, bleib mal bitte da. Nö, der hat einen Zimmermannshammer. Und der Ernst hat auch nichts. Okay, dann brauchen wir ja quasi jetzt noch für alle etwas. Zwei Waffen und zweimal Schild. Einmal Schild habe ich noch. Aber ich glaube, ich habe keine Waffen mehr. Dann müssen wir dringend einen Auftrag geben. Und zwar... Wir können doch... Hier die Heugabel. Die kostet aber Riemen. Och, Menno. Streitaxt kostet auch Riemen. Die Hacke ist auf jeden Fall stärker
Als die primitive... Ach so, die verstärkte Keule wollte ich machen. Ja, genau. Zweimal verstärkte Keule. Und zwar ganz nach oben. Und ein weiteres Schild. Jawohl, ja. Dann sollen die das jetzt mal craftingern. Was haben wir denn hier noch? Da ist nichts mehr. Okay. Ich schau mal nach Verbänden. Haben wir auf jeden Fall genug da. Okay. Was haben wir denn hier noch drin? Nichts, was wir gerade bräuchten. In Ordnung, dann warten wir jetzt kurz, bis das fertig ist. Was könnten wir denn sonst noch machen? Gute Frage, mit denen muss ich dann aber da wieder hinlaufen. Ja, das ist wohl so. Dann könnten wir vielleicht auch das Banditenlager hier gleich noch abräumen. Das wäre nicht schlecht. Oh, unser Haus. Die Forschung für unser Haus ist abgeschlossen. Und ich wollte kurz noch die zwei Taschen mitnehmen. Schauen wir doch einmal, was wir dann als nächstes erforschen. Wenn es das Jägerlager gibt, dann auf jeden Fall das da. Kesselhut, ist ja witzig. Gießkanne, fast ein gutes Stück Wasser. Ist ja cool. Das war doch das letzte Mal noch nicht da, oder? Jägerlager. Ach, dreimal von dem Hirschfell. Egal, wir geben es jetzt in Auftrag, was soll's. Eine verstärkte Keule ist schon fertig. So, Ernst. Du hast schon eine Tasche. Ach so, aber ich kann dir gleich mal das Schild geben. Genau. Und Lubomir ist ja gleich daneben. Der hat auch eine Tasche. Und der andere war der Lukas. Der hat noch keine Tasche. Dann kriegt er eine. Okay, dann habe ich jetzt eine Tasche zu viel. Die packen wir wieder da rein. Und eine verstärkte Keule ist fertig. Die können wir dann auch gleich noch verteilen. So, bitte einmal dorthin. Jawohl. Sehr schön. Dann sollen sie mal die Jägerhütte erforschen. Und dann stellen wir uns mal so ein Haus hin und gucken mal, wie groß das ist. Das können wir eigentlich gleich machen. Halt, bleib mal stehen. Haus. Hier, Haus. F ist Placen. Das braucht ganz schön viel Gedöns. Boah. Ach stimmt, ja, ich habe ja diese Werkbank auch hierhin. Ja, wow. Das wird wahrscheinlich noch ewig dauern. So, haben wir hier Platz? Wie weit können wir denn darüber? Okay. Nur ein Stückchen noch. Komm. Okidoki. Und weiter nach vorne geht nicht. Dann stellen wir mal hier ein Hausi hin. Sehr cool. Und Alice Cooper ist in Herstellung auf Level 3 gekommen. Wunderbar. Es läuft, es läuft. So, ist jetzt hier schon wieder was fertig. Das Schild ist fertig. Und dann brauchen wir, glaube ich, nur noch einmal die verstärkte Keule, wenn ich mich nicht täusche. Lubomir hat alles. Verstärkte Keule, Plankenschild, Tasche. Ernst braucht noch eine Keule und aber Lukas doch auch, oder nicht? News from the kingdom. There's always something. Nö. Lukas ist fertig, also genau, noch eine Keule. Die Keule müsste aber eigentlich fertig sein. Wo haben sie denn die hin? Ach, hierher. So, wer war es jetzt, der noch keine Keule hatte? Der Ernst oder der Luki? News from Ernst? The kingdom. There's always something. Du warst das. Dann bitte eine Keule für dich. Dann würde ich sagen, Leute, gehen wir pennen. Wenn es schon geht, nee. Auf jeden Fall, wenn es geht, dann gehe ich pennen und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. So, Leute, dann. Wo sind meine guten Stuten? Lukas. Nein, ich will dich nicht verbinden. Oh.
Gefährte. Inventar. Achso, nee, ich wollte dir nicht... Oha, wie schnell er alles wegsnackt. Okay, das muss reichen. Du bist mein Gefährte. Dann Lukas. Oder wer ist es jetzt? Lukas rennt hier, bleibt da. Morning, friend. Für was braucht er einen Verband? Curious times we live in. With talk of wars and rebels and such. Nimm mal das hier. Und... Wo ist Lubomir? Da. Du bist mein Gefährte. Komm bitte her. So. Dann kriegst du auch noch Essen. Genau. Verbände habe ich genug dabei. Dann düsen wir mal los, Leute. Auf geht's, auf geht's. Ich bin gespannt, was draus wird. Irgendwer von denen ist immer noch verletzt. Lubomir. Dann muss ich ihn aber auch verbinden, sonst macht es keinen Sinn. Bist du jetzt einfach weggelaufen? Hallo? Ach, passt. Sehr schön, mein Gott. Und ich düse im Sauseschritt und nehme die drei Typen mit. Und bin schon wieder außer Puste. Hier kann ich aber noch Pilze ernten. Und vielleicht noch einen snacken. Gut, gut. So, wir sind fast am Ziel. Da oben ist dieses Lager von den Banditen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele da sind und ob wir die schaffen. Das heißt, vielleicht gehen wir zuerst mal zu dem Typen, zu dem wir eigentlich hin wollten. Und danach zu denen, wenn sie gesund sind. Weil ich meine, wir haben ja schon mehrere geschafft mit den zweien oder dreien. Deswegen müssen wir einfach mal schauen. So, gehen wir einen großen Bogen und da hinten ist der Heinz ja schon. So, jetzt geht's dir an den Kragen, mein Lieber. Er hat es zwar nicht geschafft, mich zu töten, zum Glück, aber... Hä, wo ist er? Ach, da. Ja, genau, komm, hau mein Schild kaputt. Was tut er? Einfach drauf auf ihn, sodass er zu nichts kommt. Genau, hau den kaputt. Alter, der ist fast schon nervig. Wie sie alle auf einmal auf ihn einhauen. Der Arme kann sich ja gar nicht wehren. Hat er aber davon. Jawoll. Macht ihn platt. Sehr schön. Ach so, und er kämpft mit der Hag. Lubomir. Komm, ich werde dich verbinden. Bleib mal da. Nochmal verbinden. Wie oft kann ich ihn verbinden? Na, na, so haben wir nicht gewettet. So, da sind seine Überreste. Und da ist die Angelrute. Oh nein, wer kommt denn jetzt? Oh. Sagt mal. Ja gut, zwei hier, zwei da. Einer liegt schon. Witzig. Die sind echt cool, meine Gefährten. So, oh cool, wir haben wieder einen Riemen. Sehr schön. Lubomir, ich wollte eigentlich mal dich nicht schon wieder verbinden, sondern dich untersuchen, warum du mit deiner Hake kämpfst und dein Schild abgelegt hast. Das habe ich natürlich nicht mitgekriegt. Na gut. So, dann Harrys Überreste. Was hat er denn? Rote Beete. Oh, der hat richtig cooles Zeug. Dann kriegt jetzt jeder von denen was richtig Geiles zu essen. Nein, eins. Lubomir kriegt was und Luki kriegt das da. So. Okay. Ich verbinde ihn nochmal und den anderen auch. Und dann gehen wir zu dem Lager. So. Kommt, Leute. Die machen wir hoffentlich jetzt auch noch alle. Von wo gehen wir denn am besten? So. Jetzt haben sie uns gesehen. Och, die rennen rein. Stimmt. Oh nein. Nicht alle auf ihn.
Oh fuck. Oh fucky, die sind stark. Oh, sie haben ihn schon totgehauen. Scheibenkleister. Oh, und den anderen auch. Okay, das wird nichts. Ich düse weg. Oha, wie schnell bist du, Junge? Geh weg. Schleich dich. Okay, oha, das waren ja sogar 5. Das ist natürlich blöd. Gibt es noch irgendeinen Gefährten jetzt, der mir folgt? Ich glaube nicht, ne? Ja gut, okay. Das war natürlich doofi. Aber wir haben wenigstens unser Questziel K.O. geschlagen und deswegen gehe ich jetzt mal nach Petstow und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss gar nicht nach Petstow, sondern zu dem Fischer und als ich auf dem Weg hierher war, habe ich plötzlich wieder Kampfmucke bekommen, obwohl keiner hinter mir her ist, wie ihr sehen könnt. Deswegen, hast du die Teile gefunden? Ja, ich habe mich mit den Leuten von der Fischergilde angelegt. Sie hatten die Teile der Route. Er sagt, wir verkaufen die Geschichte etwas unter Wert, aber er sei nicht überrascht. Aber habt die Teile, was schon ein Wunder ist. Du hast etwas Unglaubliches geleistet. Ich kann es kaum erwarten, die legendäre Route zu sehen. 200 Münzen, geräucherter Fisch 3-mal, alte Münze 2-mal, rund 350. Wunderbar, Leute. Das hat sich doch mal richtig gelohnt. Dann gehen wir jetzt nach Petstow rein. Ich verkaufe gleich die Münzen. 2 Riemen haben wir, das ist auch nicht schlecht. Komm, ist mal die rote Beete. Und dann schaue ich, ob ich noch 2 weitere Leutchens rekrutieren kann. Dann muss ich aber, glaube ich, wieder eine Hütte bauen. Müssen wir mal schauen. Und da ist das jemand mit einer Questie oder was ist das? Ja, der hat eine Quest. So, das wollte mich aber eigentlich nicht interessieren, aber wir reden jetzt mal mit ihm. Er ist ein Bauer. Wie kann ich ihm dir helfen? Die Banditen haben den Weg versperrt. Das klingt nach einer Zwickmühle. Soll ich dir Weizen bringen? Würdest du das tun? Natürlich. Also, wo war denn jetzt nochmal der Obermufti? Hier, lass mich durch. Hallo Ansgar. Ich habe etwas Besonderes für dich. Verkaufen die Münze. Dann sind wir fertig. So, schauen wir mal. Wir haben einen Expertenzimmermann. Ach so, das ist eine Quest von uns. Wer bist du? Holzfäller. Okay, der mag nicht und der ist zu teuer. Zimmermann, Zimmermann. Irgendwer hat von einem Schmied geredet. Ach, die kann ich mir auch nicht leisten. Vielleicht noch ein Mädchen? Ach, die würde sogar krass. Die ist halt echt auch gut in der Einhand. Phoebe Merrick. Und im Jagen ist sie auch gut. Die könnten wir uns sogar leisten. Sollen wir das machen? Ja, das freut mich zu hören. So. Halt, und wer bist du? Jetzt habe ich noch 506. Da gibt es doch bestimmt noch irgendwen dafür. Hallo? Oha, die sind alle so drüber. Phoebe, du kannst eigentlich mal nach Hause gehen. Ich brauche dich gerade hier nicht. Wen könnten wir denn noch fragen? Haben wir die nicht schon gefragt? Ja. In Ordnung. Naja, okay. Dann würde ich sagen, belassen wir es jetzt mal bei ihr. Denn einen weiteren Bettler möchte ich eigentlich nicht. Jetzt gehe ich mal noch kurz dahinter und gucke, ob da Zinn ist. Ja. Ach so, aber ja, klar, kann ich ja wieder nicht ernten. Ich vergesse das immer. Dann gehen wir zu unserem Reiseschildchen und düsen nach Hause. Ja, nice, Leute. Dann haben wir das jetzt tatsächlich geschafft. Und ich würde sogar sagen, mit Bravour haben sie sich geschlagen. Die haben es echt gut gemacht, die drei Jungs.
So, die eine düst ja jetzt heim, ne? Genau, sie düst heim. Ich denke, ich muss ihr aber trotzdem hier nochmal ganz kurz so ein... wo ist es denn? Hier so ein Wohnzelt hinstellen. Einfach dahin. So. Genau, damit, wenn sie ankommt, sie nicht mehr obdachlos ist. Und zwei Riemen hatten wir ja. Müssen wir hier irgendwo Riemen reinstecken? Also hier auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Da hinten glaube ich auch nicht, oder? Nee, da fehlt nur noch Stroh. Okay, dann behalten wir die Riemen halt mal. Und zwar in meinem Inventar, nicht, dass die damit irgendwie was anderes machen möchten. Das Jägerlager, da fehlt uns nur noch das Fell. Dorfschrein. Cool. Was war mit dem... Wo ist es denn jetzt? Das? Da war irgendwas anderes noch, was Riemen gebraucht hat. Was waren das? Ja, keine Ahnung. Keine Pläne. So, Leute, macht mal bitte die Hütte für sie fertig. Und dann lasst mich mal kurz überlegen, was wir noch machen könnten. Ich möchte ganz kurz den Fisch hier ins Lager bringen, dass sich die da bedienen können. So. Und das kann auch... Oh, ich habe hier auch noch eine Münze. Scheiße. Scheißdreck. Das kann auch da rein. Phoebe ist auf dem Weg. Und die neue Quest, die wir bekommen haben... War die hier. Dieb auf dem Feld, finde das Weizenfeld und bringe 5 Weizen zu Ferdinand Dingsy-Dingsy. Verfolgen wir das mal und schauen mal, wo ist denn das? Ah, das ist das hier. Ja, okay, alles klar. Da kenne ich mich ja schon aus. Und nach Bradford sollen wir auch gehen. Ich denke, das machen wir dann im nächsten Part auf jeden Fall. Gut, Leute, dann würde ich den Part an der Stelle aber auch beenden. Hat wieder super viel Spaß gemacht, außer dass die Zeit immer so schnell vergeht. Ich würde ja am liebsten 5 Stunden aufnehmen, aber dann kriege ich das nie im Leben hochgeladen. Also in dem Sinne, Leute, einen schönen Abend, gute Nacht und wir sehen uns. Bye!